Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Dark Souls. Wir sind inzwischen in den Katakomben angekommen, kloppen uns hier ja mit den Skeletten und mit etwaigen Fallen. Und ja, letzte Folge haben wir ein bisschen Glück gehabt. Au. Und Pech. Da hat sich hier der Heiler irgendwie selbst umgebracht. Ich hab's nicht wirklich mitbekommen, wie. Okay. Ich wollte gerade sagen, macht das das jetzt auch nochmal? Das wäre witzig gewesen. Au. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt die Estus schlucken. Besser ist das. So, und irgendwo hier drüben ist ein Leuchtfeuer. Das übersehen? Nee. Da ist da der Typ. Bin mir gerade nicht sicher. Muss ich mal eben gucken. Nee. Moment mal. Sind wir da runtergekommen? Nee. Okay. Ich wollte schon sagen, ich habe da irgendwas krass übersehen. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier rum. Und stehen fest. Doch. Nee, jetzt nicht weiter. Jetzt. Was ist denn der Scheiß? Einfach nur so ein Grab? Oh. Und eins in den Tod fällt? Aber sieht irgendwie nicht so aus. Also ich würde es jetzt schon fast testen wollen. Da ist ein Skelett. Würde ich sagen. Na komm, wir gehen da jetzt runter. Mut. Okay. Ganze Menge Urnen. Das ist irgendwie nur Müll. Oh, das sind zwei von den. Boah. Der eine hat sich schon weggegraben. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Jetzt musst du Gas geben. Komm, hau ihn! Ja. Einen haben wir immerhin erwischt. Den zweiten müssen wir noch holen. Ja, ist richtig. Ist schon richtig. Ah. Ich glaube. Kommen wir zu den Leuchtfeuer. Wäre auf jeden Fall schön. Ne? Irgendwie. Hä? Yes. Irgendwas ist doch hier. Da. Aha. Jetzt sind wir hier. Wieder. Okay. Ich will aber dahin. Verdammt. Da müssen wir dann wohl nochmal gucken. Aua. Nicht hin. Dip, dip, dip. Hier könnte man hin. Aber. Na gut, das könnte man nochmal probieren. Gucken, wo man hier jetzt hinkommt. Ah. Nein. Ja, das jetzt. Hat er den Knopf gedrückt, der einen Typ. Muss sein. Leuchtfeuer, ja richtig. Das will ich ja haben. Das ist ja schon gesehen. Hallo. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Ja nicht.
aber ja. Yes, I imagined as much. Best of luck with your pilgrimages or missions or whatever you do. This place is treacherous. Do watch your step, eh? Hast du übrigens ein schönes Schild? Muss mir mal geben, Anna. Yeah? What is it now? Enough with the chit-chat. In a place like this, we need to stay on our toes. Hm. Sonst hast du nichts zu erzählen? What is it now? Enough with the chit-chat. Okay. Wie kommt man hier zum Leuchtfeuer? Also er meinte, Achtung, vielleicht hier? Da ist bestimmt eine unsichtbare Wand. Das ist bestimmt keine richtige. Warten? Ja. Aua. So, dann machen wir hier nochmal Nachricht verfassen. Versuch's mit Aktion angreifen. So. Zack. So, jetzt bitte sei da das Leuchtfeuer. Yes. Ich nehme schon fast sagen, was jetzt so relativ aktuell ist. Wobei, wir können das gar nicht entfachen. Aber aufsteigen können wir auf jeden Fall noch. Und zwar... Kondition brauchen wir noch ein bisschen. Zack. Und jetzt wird es richtig teuer langsam so irgendwie. So, reicht das denn jetzt garantiert nicht? Ziemlich schwer, der Scheiß. Hosen wären ja schon toll. Ne, immer noch nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, aber immerhin die Handschuhe. Das ist doch schon mal was. Immerhin dürfen wir jetzt die Handschuhe tragen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist jetzt irgendwas Bossiges. Geht's dann jetzt hier lang? Okay. Schon irgendwie Skelette zu sein. Was geht denn hier ab? Hallo? Okay. Machen hier voll die Party. Ich weiß gar nicht mal wo. Da soll man rüber? Ernsthaft? Ne. Ah, Moment. Was hat sich denn da jetzt schon wieder umgebracht? Oh Mann. Wo geht's denn da hin? Letzten Endes. Nur noch runter. Warum sollte man denn darauf? Hm. Nee. Ich glaube. Oh, guck mal. Wir haben zwei Menschlichkeit. Aber auf der anderen Seite. Nee, komm. Wir probieren jetzt erstmal diesen. Ach, guck mal an. Toll. Wow, ist das fies. Okay. Nix wird da mal eben so lange überlegen. Das ist ja gemein. Das ist ja richtig gemein. Ah, wenigstens liegen die Sachen da. Oh, ist das fies. Hat der Typ uns hier eiskalt getötet? Du dummer Penner. Das war's doch du. Lass mich doch verarschen. Hä? Ja. Lass mich verarschen. Ah. Oh. Well, how are you then? I slipped and flipped that lever. It didn't cause you any trouble, my child. Nein. Ja, hast du. Well, ja. I'm truly sorry. Really? But wait now. The
Willst du mich verarschen? Why didn't you tell me sooner? All's well that ends well. Everybody makes mistakes. I'm not above it all, I swear. I'm Trusty Patches, the one and only. I know, this should make up for it. Eine Menschlichkeit. We're on the same side. Undead outcasts. Fantastic, isn't it? Und ich wollte schon Menschlichkeit nehmen. Ich wäre jetzt eiskalt wieder weg gewesen wegen dir. Boah, ich würde ihn jetzt... Nee, komm. Also sorry, Leute, aber der hat's verdient. Und zwar so richtig. Ja, genau, that's the way it is. Ich habe genug von dir, mein Freund. Treten. Und trittst du nicht. Ach, Arschloch. Na komm. Traust du dich? Ja, traut sich. Oh, fuck. Komm mal runter. Hier bin ich. Oh, oh. Oh, wow. Der macht aber ganz schön einen Bums. Fast tot, aber er auch. Na komm. Und tschüss. Arschloch. Was hat er denn da Feines? Viermal Menschlichkeit. Und eine Rundaxt. Ich hätte eigentlich eher sein Schild gerne gehabt. Rundaxt. Wow. Das ist aber richtig schwer. Was braucht die denn? Wow. Die hat Magieschaden. Aber wieso minus 192? Ach, weil wir nötige Wille nicht haben. Mhm. Es wird sich dann ja lohnen, noch mal ein bisschen was in Wille reinzukleistern. Nur für die Waffe, das ist ja krass. So, jetzt einmal den Knopf drücken. Zack. Der dumme Penner, ey. So, dann würde ich nochmal eben schnell tanken gehen. Zack. Aufsteigen. Oh ja, guck mal, können wir eine kleine Seele uns reinpfeifen. Haben wir noch eine? Soldat, Krieger. 2000. Naja, was soll's. Was soll's. So, Wille. Wir hätten das sonst noch gebraucht. Steckt Wunder und göttliche Waffen. Ist ja schon geil. Auf der anderen Seite, wir brauchen unbedingt Belastung. Und mehr Ausdauer. So öfters zuschlagen. Können wir erstmal nicht auf diese Waffe gehen. Das geht einfach nicht. Autsch. So. Dann können wir uns hier ja hoffentlich mal. Guck mal, und da ist nämlich doch was. Dann können wir da nämlich. Schon wieder irgendwas gestorben. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die entweder über uns sind oder hier sind unsichtbare Wände. Nö. Unsichtbare Wände ist es nicht. Gut, egal. So, vorsichtig hier. Zack. Und hier würde ich sagen, rollen. Und drin sind wir. Oh. Eine Großsense. Aha. Da ist ein Knopf, geht aber nicht mehr zurück. Erstmal die Sense. 100. Geschicklichkeit. Naja. Naja.
ist jetzt nicht so toll. Aber gucken können wir uns trotzdem. Oh, sieht ja nett aus. Na, aber wir bleiben wohl beim schönen Hellbärtchen. Okay, da geht's runter. Ja, jetzt bin ich mir erst recht nicht mehr sicher. Erstmal knapp. So. Gucken wir mal, was wir damit jetzt ausgelöst haben. Haha. Na, schämst du dich nicht? Arschloch. Hoch oder? Wir fallen ja Skelette vom Himmel. Da geht's anscheinend nicht mehr weiter. Nein! Boah. Hui! Oh, da liegt aber irgendwas. Interessant. Auf der Seite. Wie soll man da denn zurückkommen? Gucken wir jetzt mal, was hier noch auf uns wartet. Oh, da liegt ja auch noch was. Eine Seele von einem Krieger. Was haben wir hier? Achso, das ist die Tür. Sehr schön. Immer schön in den Arsch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Au, 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 au. Bisschen dumm gelaufen. Naja. Geht ja noch klar. Ne? Jo. Was ist das? Aua. Ach, nicht getroffen. Ah, Glück gehabt. Noch eine Seele eines Kriegers. Dö. Das heißt, es geht noch weiter nach oben. Einen Boss haben wir anscheinend schon gefunden, den wir nochmal irgendwie uns angucken müssen. Weil ich da sogar schon echt dazu geneigt wäre. Ein Krummsäbel. Okay. Was macht der Krummsäbel? 80. Na, Fallschirm ist schon geil. Oder Rundaxt. Aber Rundaxt war doch auch zweihändig. Ja. Die war auch zweihändig. Naja, was ist zweihändig? So eine lange Waffe. Okay. Bin ich denn jetzt hier? Der normale Weg? Ja. Das wäre jetzt der normale Weg. Was ist denn hier noch? Achso. Mhm. Na, Moment mal, der Käfer. Der jetzt schon wieder da ist. Naja, bestimmt noch nicht. Bestimmt noch nicht. Ein Käfer war ja noch da. Vielleicht echt das mit dem Springen nochmal probieren. Also irgendwas ist da unten, ja. Das haben wir ja gesehen. Also mit Rollen müsste man da hinkommen. Ich probiere es jetzt. Zack, 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 zack. Das brauchen wir alles nicht. Schild behalten wir, um uns wenigstens irgendwie wehren zu können. Okay. Das geht. Er hat nicht gerollt, oder sie? Blöde Leiche, blöde. Jo. Sehr gut. Eine grüne Scherbe. Hey, da können wir Feuer an unsere Waffe ranmachen. Okay. Ich glaube
habe, aber jetzt müssen wir gucken. Ich hoffe, das sind nur Leichen. Ich schluck aus dem trotzdem mal. Unsere Waffe wenigstens schon mal wieder ran. So viel Schaden haben wir ja nicht bekommen. Ja, das geht. Und dann können wir auch unsere Ausrüstung wieder anziehen. Kommen wir denn da hin? Oh. Davor? Wer bist denn du? Ein Zwerg? Be gone with you. You spoil my focus. Okay. Da Fuck. Naja, egal. Damit sind wir jetzt auf jeden Fall erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und in der nächsten Folge gucken wir mal, wer das ist. Also, bis zum nächsten Mal.